Schönen guten Tag, liebe Überlebende. Willkommen zurück bei Alien Isolation. Wir sind wieder zurück an Bord. Nicht mehr draußen in dieser unangenehmen Situation. So, jetzt haben wir es geschafft, Kontakt aufzunehmen. Jetzt müssen wir einen Weg finden zu Solomons Habitat. Kriegen Sie zu Ricardo zurück. Alright. Ich nehme mal stark an. Wir müssen wieder mit dem Aufzug hoch und dann möglichst versuchen, in einem Stück und lebend halten Sie sich bereit. Wir verschwinden von hier. Zurückzukehren. Ricardo? Ricardo, hören Sie mich? Ricardo, bitte komm. Oh shit. Das klingt nicht gut. Maybe is Ricardo dead? Frage ist, wer hätte ihn dann umgebracht? Mensch, ein Android oder ein Alien? Könnt ihr euch aussuchen. Wow, was ist da denn los? Du auch noch. Xenomorph again. Hello there. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Anweisungen. Na, das ist ja super. Auch das noch. Kann ich trotzdem hier lang? Ich meine, das ist der Weg, der mich zumindest zu Ricardo wieder zurückführt. Oder was? Wow, ich hab mich erschreckt. Gott. Also speichern. Schnell, Aufzug. Haha, das Alien holt sie sich. Lieber schnell weg von hier. Das ist eine einzige Todeszone, in die ich absolut keinen Fuß mehr setzen will. Gar nicht. Wenn es da oben beschäftigt ist, kann es ja nicht hier auftauchen, oder? Sei denn, es sind mehrere jetzt hier. Bitte. Nicht jetzt. Ricardo? Oh, Scheiße. Es ist sogar noch schlimmer. Oh, nein. Er hat einen Facehugger im Gesicht. Ja, okay. Worst case Szenario. Noch ein Alien. Na, super. Oh. Natürlich bist du da. Gut, das mit Ricardo können wir abhaken, würde ich sagen. Gut, ne? Da komme ich nicht durch. Ich nehme wieder zurück. Ja, nutzen. Achso. Ein Ladungspack. Nice. Nehme ich liebend gerne. Oh, wir können rein zu ihm jetzt. Die Tür hier ist offen. Nee, doch nicht. Was ist mit der Musik los? Din. Ich würde gerne speichern. Möglichkeit. Erstmal. Wo war denn der Gerät? Hier drin, ne? Ja. Man merkt so langsam, alles hier gerät so mehr und mehr außer Kontrolle. Und das, die Station ist absolut nicht mehr zu retten. Hau ab. Mag jetzt nicht. Ach du Scheiße, da muss ich komplett durch. Gott. Großartig. Wir waren ja Menschen. Also Typen mit ihren Knarren. Ich nehme mal stark an, diesen Tod. Hab dich gesehen, mein Freund.
Okay, da muss ich rein, theoretisch nicht rein. Er gibt nicht auf. Der kann eigentlich da hoch. Aber er will nicht. Er gibt nicht auf. Okay, ich nehme den Umweg. Ey, die sind überall. Das ist ja grauenvoll. Gott. Die gehen sie weg. Geht das? Komme ich da? Ja, okay. Ja, genau. Ich gehe durch den einen Schacht jetzt, der rechts ist, in den Raum. Weil ich kann auch geradeaus gehen. Das macht eigentlich nicht so einen großen Unterschied. Dann so oder so. Fast an der Rezeption und dann habe ich es geschafft. Oh Gott, hey, please no. Sollte ich vorher vom Alien erwischt werden und sterben, werde ich den ganzen Weg hier offscreen machen. Als wir dann rein theoretisch ja schon geschafft haben. Also zumindest so gut wie, sage ich mal. Genau so hier raus dann. Das gibt's nicht. Warum zum Henker seid ihr überall? Verpiss dich. Ich hab 'ne Idee. So. Ich hab halt nie mehr viel, ne? Oh Gott, fast geschafft. Hier rein? Ja. Oh mein Gott! Schließen Sie die 16. Mission ab. Okay. Fantastisch. Ermöglichen Sie der Torrents das andocken. Genau. Shit, da ist jemand. Aber hier kann ich speichern. Erstmal das hier. Gut, jetzt fühle ich mich sicherer. So, wo muss ich denn hin? Irgendwas tun. Stellen Sie den Strom zum Salomons Habitat-Transit wieder her. Okay. Alien ist hier. Mein Herz. Zugangscode benötigt. Scheiße. Steht er da? Oh shit. Allein gestellt.
Kacke, da steht er. Könnte einen Geräuschmacher nutzen. Abzulenken. Aber anscheinend funktioniert es doch so. Gott, ich hasse es hier. Ja, ich auch. Ich will echt mal gerne weg von hier. Das wäre voll super. Das war's. Munition. Wo geht's hin? Was ist das nochmal, dieser Legende? Ausgang? Hier unten ist nichts. Allein gestellt. Ah, wo finde ich denn jetzt eine Möglichkeit, den Strom wieder herzustellen? Tür geht nicht auf, ne? Ne. Wäre ja auch zu einfach. Da komme ich nicht rein. So, weil die Tür braucht Strom. Hier kam ich raus. Könnte schwer, dass die... Hauen Sie ab, ich warne Sie. Das ist Ihre letzte Chance. Na gut, jetzt weiß er, dass ich hier bin. Du Huren! Hat das Alien ihn getötet? Lieber Xenomorph, bitte gib weg. Dass er ja jetzt auch noch rumschleichen muss, ne? Fantastisch. Wo bist du? Geh wieder heim. Lass mich in Ruhe. Er ist tot. Den nicht mehr. Oh. Steht in der Ecke. Fuck, Alter. Natürlich. Boah, der kommt näher. Schleicht er jetzt wirklich die ganze Zeit jetzt hier rum? Sehr grauenvoll. Er kam ja auch aus dem Schacht. Kann er da nicht wieder hoch? Anscheinend nicht. Großartig. Ah, jetzt. Oh, ein Zugangscode, aber wo finde ich den? Ich glaube, diese Tür... Oh, nee, warte, hier. Ah. Das geht. Nicely done. Okay, ich würde gerne nochmal kurz gucken, ob ich mir irgendwas herstellen kann. Ah, MP-Mine wird gehen. Geräuschmacher.
So, Bindemittel ist voll. Das kann ich für einen Medikit nutzen. Dann haben wir da nochmal eins für den Fall. Und dann kann ich das andere, was hier noch lag, mitnehmen. Wo ist es denn? Hier. Zack. So, was haben wir hier? Sensor. Cool. Fehler. Hey Miles, meine Schicht ist um und ich mache jetzt Feierabend. Falls du in den nächsten 3 Stunden hier aufkreuzen solltest, um das System zu reparieren, ich bin nicht mehr hier. Der Code ist 1851. Schreibe ich mir auf. 1851. Was haben wir denn noch? Morgen gemeinsam. Nein, danke. Wobei, der Text ist das nicht, aber nee, kein Bock zu lesen gerade. Ah, geht das automatisch ab? Sie haben da unten zu lange gebraucht. Ich musste diese Anlage den Code, das ist das, was zählt. Den letzten Transit erwischen. Wir können oh, was ist das für ein Fiepen, Alter? Die Türen zu unserer Zufluchtsstätte weit offen stehen zu lassen. Es muss nur eine Kreatur eindringen und all unsere Vorräte und Waffen sind futsch. Ich und meine Crew werden hier bleiben, bis Rettung ankommt. Es tut mir leid. Aber als sie sich dazu entschlossen haben, einem Schiff nachzujagen, das niemals ankommen wird, haben sie den Plan ignoriert. Sinclair, Ende. Wieder ein Speichergerät. Ja, es ist so toll, dass die Dinger immer funktionieren. Auch wenn kein Strom da ist. Fantastisch. Stell dir mal vor, die würden nicht funktionieren und du brauchst Strom, um die anzuschalten. Grauenvoll. Okay. So, jetzt scheinen wir, glaube ich, Strom zu haben. Hoffentlich. Und dann muss ich hier noch irgendwas tun. Ich weiß es nicht. Ah, doch, jetzt. Ich dachte da gerade so, warum geht hier das Licht nicht an? Ich habe ja jetzt wieder... Jetzt kann ich auch wahrscheinlich durch die Tür. Einer hier, gut. Hier durch meine ich. What? What? Scheiße. Der hat sich voll fies versteckt hinter den Kartons. Das ist richtig frech. Das ist ein richtiger From Software Move. Weißt du? Aber jetzt weiß ich zumindest, was mich erwartet. Dann kann ich direkt den Flammenwerfer zücken. Hier so. Weil zu schießen, das lockt das Alien an. Das wäre dumm. Mistvieh. Aber dann wurde ich auch das erste Mal von dem Facehugger begrüßt. Auch ganz nett. Wir waren gekommen, als sie die Zufluchtsstätte verschlossen haben. Na super. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Vielleicht, dass sie ihre Meinung ändern und mich reinlassen. Oder dass sie nicht alle anderen auf der Station, die ihnen in die Quere kommen, erschießen. Eine Granate, beziehungsweise eine... Ich höre Regungen im Stockwerk unter mir. Rohrbombe. Ich habe nicht viel Zeit. Treibt das Alien auch. Sinclair und seine Leute haben Sevastopols Nahrungsvorräte und den Großteil der Waffen. Aber ich habe auch... Ach komm, Alter. Wie oft noch? Ich hatte mich gefragt, wo die... Wo ich denn lang? Okay, ich muss raus und... ...dahin sind. Den Gang runter. Vielleicht können sie diese Monster von ihnen fernhalten. Trotz allem hoffe ich, dass sie das schaffen. Geh scheißen, Alter.
Da war ein Flammenwerfer und ich werde ihn benutzen. Warne dich. Das hat funktioniert. Yes. Muss ich auf diesen Fakt-Transit warten, ey. Wäre der hier rumschleicht. Vielen Dank auch. Ah, scheiße, sein Eintrittsloop ist hier. Hallo, Sir. Hier, meine Mitfahrgelegenheit ist da. Komm schon, mach auf! Fuckity fuck fuck. Yes! Fuck you! Oh, scheiße, Mann. Das war echt knapp. Oh Gott. Und dann steige ich gleich aus und dann begrüßt er mich, ne? Wahrscheinlich, Bruder. Als ob ich es gewusst hätte. Räudiges Scheißgesicht, ey. Scheißen Junge. Torrance an Ripley. Wunderbar. Ripley, wir gehen jetzt in Position für die automatische Landungsbrücken an. Wo, was, wo? Geben Sie den Habitatbereich in das Raumfahrtterminal. Sequenz. Der Funk wird abbrechen, bis wir uns dem sinkenden Orbit der Station angepasst und in Position gebracht haben. Wir warten nur darauf, dass Sie die Klemmen der Schlepperplattform ausfahren. Wie? Dass Sie mich zu dieser Aktion überreden konnten. War das richtig? Ich nehm's an. Ja, aber was heißt überreden? Also, Alter, ich will hier nicht mehr sein. Ich hab keinen Bock mehr. Oh, nee. Echt jetzt? Muss ich einen Umweg nehmen, oder was? Kann ja auch mal was laufen, ne? Ich will raus von dieser Station, beziehungsweise weg, wo mich hier einfach alles und jeder umbringen will. Fucking Androiden, Xenomorphs, Menschen. Können nicht koexistieren. Das geht anscheinend nicht. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station das verlassen. Noch. Wo denn her? Gefahren, dass das Alien angelockt wird. Ich nochmal den Flammenwerfer zur Hand. Tötest mich nicht, du Huren. Ich meine, du Android. Okay. Na, wunderbar. Hier ist noch mehr alles im Arsch, als das schon im Arsch ist. Brennt überall. Was war das? Fuck auf. Na klar, dass du auch noch angeschissen kommst. Hey. Kacke, der Flamme fährt leer! No. Kacke, Mann. Falls du Aschgesicht nochmal auftauchst, habe ich was für dich. Better safe than sorry.
muss hier irgendwie durch. Natürlich muss der hier auch sein. Was auch sonst. Ach. Ja, Station verlassen. Klingt so einfach. Flammenwerferöl. Hä? Wenigstens etwas. Eins, neun, acht, vier. Ich werde das jetzt nicht lesen, weil das ist mir einfach zu heikel. Wenn das Aliens auftaucht, bin ich direkt tot. Aber könnt ihr gerne pausieren und lesen, wenn ihr möchtet. So, ich muss da... da ran hier. Eins, acht, fünf, eins. Was ist der falsche? Achso. Oh, sorry. War der von vorhin. Eins, neun... 4. Super. Da. Schlüsselkarte. Perfekt. Wo muss ich nochmal hin wegen der Schlüsselkarte? War das hier den Gang runter? Hier ist doch irgendwo Schlüsselkarte benötigt, oder? Hier komme ich nicht durch. Hier lässt sich gar nichts machen. Nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbitalnotfallkoordinator erteilt wurde. Gott. Alter, mein Herz. Zum Teufel. Müsste jetzt, genau, da beim Speicherpunkt gewesen sein. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichts... Okay, aber nee, hier ist doch der Aufzug. Hier kam ich ja raus. Da komme ich nicht durch. Der Aufzug hat ja leider einen Stopp gemacht. Könnte aber hier durchklettern. Ich habe ja gespeichert, also wenn mich das Alien jetzt hier kascht, ist das nicht so tragisch. Ausgang hier? Anscheinend nicht. Verdammt. Die Dinger kann man auch nicht öffnen. Nee. Dabei. Ich, du wirst wo? Proceed to evac. War hier noch irgendwie eine Tür oder so? Nee, ne? Absolutely not. Ach, will ich. Was das sonst? Vielleicht da wieder rum. Fange ich denn mit der Schlüsselkarte an? Ach, hier. Verstehe.
Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbitalnotfallkoordinator erteilt wurde. Hey, wohin? Hier ist definitiv kein Durchkommen, hier liegt Zeug rum. Okay, der ist tot. Kann ich noch irgendwas herstellen? Molotov-Cocktail wäre noch drin. Dann wäre dieser, den ich jetzt hier rumtrage, nicht verschwendet. Perfekt. Tür verschlossen. Wie weit ist es noch? Ah, ist nur ein Stückchen. Da liegt was drin, es leuchtet. Da komme ich aber nicht rein. Dabei. Nur hier eine Mitfahrgelegenheit zu bekommen, ist nicht gerade einfach. Da wollte jemand wohl gewaltsam rein oder raus. Oh. Okay. Ich höre noch eine Möglichkeit zu speichern. Hier. Zack. Das passt perfekt. Denn dann speichere ich jetzt hier und da kommt das. Muss weg. Okay, dann hätte ich nämlich gesagt, wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Alien Isolation. Wir machen das nächste Mal dann hier weiter. Und müssen versuchen, zu Torrance zu gelangen. Das ist jetzt wahrscheinlich noch unser letztes Ziel von der Reise von Amanda Ripley. Ob wir das schaffen, ob uns das Alien vorher noch kriegen wird oder was auch immer noch passiert, das erfahrt ihr dann in der nächsten Episode von Alien Isolation. Macht das gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.